Ich weiß nicht, wie viel ich da schon leaken, aber komm, euch erzähle ich. Die Shirts werden nicht nur Basic-Shirts sein. Gestört, oder? Gerade sage ich noch zu Markus, boah, ich bin so kaputt und so zerstört, heute ist nicht mein Tag, ich freue mich schon, wenn ich die Kamera aufdrehen kann, weil dann bin ich immer motiviert. Boah. Das war das Endergebnis. Herzlich willkommen, Freunde. Heute Tag, neu zum Tag. Keine Ahnung, es geht irgendwie nicht, ich kann nicht so schnell reden. Versteht man hier, oder? Vor allem, weißt du, wo ich gerade hingefilmt habe, auf deinem Ellbogen. Was hast du denn da? Freunde, heute Montag. Ich hoffe, der startet bei euch nicht so betäubt und irgendwie benebelt wie für mich heute. Wir haben nämlich einiges zu erledigen. Vielleicht kommt sogar Gucci Potter heute. Mal schauen. Ja. Vielleicht kommt er heute vorbei zu einem Videodreh. Der ist aktuell in Wien und ich habe mir gedacht, wenn er schon in Wien ist, können wir auch ein Videodreh. Ich werde aber unbedingt mal eine Runde Sport machen müssen, damit ich meinen Geist und meinen Kopf irgendwie. Ich muss mich selber aufwecken, wisst ihr, was ich meine? Und da hilft's nicht. Da hilft nichts Besseres als die Booster-Szene. Ich hätte schon fast die Booster-Szene allein gemacht, weil der Vlog gestern so kurz war, dass wir heute noch Content gebraucht hätten, weil ich habe Samstag nicht mehr gefilmt, obwohl ich was unternommen habe so, aber habe dann nichts mehr gefilmt und gestern, was soll ich euch sagen, Freunde, war gestern ziemlich am Arsch von was auch immer und habe gestern Sonntag so einen richtigen Chiller-Tag eingelegt und wenn man so in den Kühlschrank reinsieht, das haben wir gekauft. Schon zur Hälfte leer. Pringles haben wir gekauft und irgendwie Wurst mit Käse gegessen. Also komplett gestört. Also irgendwas. Also komplett nachlässig, schon wieder nicht so auf Spur, wie das sein soll. Aber mit Montag geht's los. Jetzt müssen wir Gas geben und ich muss mich jetzt irgendwie aufwecken durch die Booster-Szene. Ich hoffe, das funktioniert. So, und Wasser drin. Komm, Axel, komm. Lass mich klar. Komm, Alter. Komm, bleib munter. Stopp's Glas, dann sehe ich. Eine Runde laufen. Ich glaube, das ist das Intelligenteste, was ich machen kann. Weiß nicht, ob Workout so viel bringen wird. Lieber Runde laufen. Also Sascha Hubauer, ich hoffe, du verzeihst mir, wenn ich heute nicht mit dir ein Training mache. Boah, der Booster wird mich jetzt vorpushen. Da haue ich mir jetzt extra viel rein. Freunde, wir auch ab und an einen Push brauchen. Neosubs mit den besten Nahrungsergänzungsmitteln. 10% Gutscheincode unten in der Infobox verlinkt. Booster habe ich aktuell Apfel, aber Melone ist krank. Da haue ich jetzt viel rein, Alter. B-Stepper, das ist einmal ein Läufer. Eins, zwei, drei, vier. Sehr gut. Da kommen wir wieder vor, der Mann. Sicher. Betäubt, benebelt. Ich sag's euch, Freunde. Bist du von gestern noch betäubt, wird sich nicht vom Sport gesträubt. Markus, du musst jetzt folgenden Satz vorher schon reinschreiben. Ja, Freunde, ich denke, da wird's Zeit für... Bau die Line ein. Bist du von gestern noch betäubt, wird sich nicht vom Sport gesträubt. Ja, Freunde. Dann kommt Bau die Line ein und dann kommt der Reim, den ich vorgesagt habe. Und dann sage ich jetzt wieder was und da schneidest du direkt danach ein. Freunde, also erster Satz von euch. Bist du von... Wie war der Satz? So funktioniert das bei. Bau die Line ein. Na, ich weiß den Satz nicht mehr. Bist du noch vom Wochenende betäubt? Yes, und dann kommt euer rein. So funktioniert das bei. Bau die Line ein. Ich bin heute so lost. Ich weiß ganz genau, alles, was ich heute drehen werde, wird irgendwas. Schön, dass Gucci Porto heute kommt. Das wird heute, also wenn mich der Sport jetzt nicht viel bringt, dann ist der Tag vergessen. Also den kannst du dann echt schmeißen. Bin ich einfach nicht aufnahmefähig heute. Ja, ich bin nicht damit. Mhm, super. Oh, jetzt. 1, 2, 3. Geh, komm, schau, da gar nichts geht. Scheiße, jetzt ist sie. Komm. Na. Opey. Oh, Adamane. Fuck, ich hoffe, der Booster kickt mich jetzt ordentlich nach vorne in den nächsten 10 Minuten. Dann gehen wir rein. Spiegeln und auf den Kopf stellen, fände ich auch cool. Oder wir können es nochmal zweizeilig. Aber ich glaube, wir sollten erstmal eine Richtung festlegen und dann können wir solche Spielchen dann auch noch. Ich bin jetzt da gerade in Kontakt mit meinem Grafiker bezüglich dem Layout von Tabula Rasa, beziehungsweise welche Schriftart wir da verwenden. Es gibt tatsächlich ein Graffiti in Wien mit Tabula Rasa. Wir haben jetzt einfach die Schriftart adaptiert und haben quasi den Wiener Touch somit auch wieder mit einfließen lassen, was ich persönlich nice finde, weil sich der Kreis so schließt. Tabula Rasa bedeutet ja unbeschriebenes leeres Blatt, kommt aus der Philosophie und stellt so die Urform eines Charakters dar. Und das habe ich einfach von Anfang an nice gefunden als Kollektionsbezeichnung. Da wir ja jetzt nicht, wir bringen nicht einfach nur Basics raus, das finde ich persönlich zu langweilig, sondern ich weiß nicht, wie viel ich da schon leaken, aber komm, euch erzähle ich. Die Shirts werden nicht nur Basic-Shirts sein, sondern du kannst umdrehen, du kannst die Etiketten ganz leicht befestigt, kannst du abdrehen, dann kannst du das Shirt inside out tragen und dann hast du hier noch so einen Ton-in-Ton-Print mit dem M&M-Logo. Nicht ganz nice, das hast du beim Hoodie auch und beim Zip-Hoodie aber nicht. Da haben wir dann sowieso die Veredelung. Also da sind wir
immer einfach nur Basics rausbringen, ist zack, ich mache zwei Produkte in einem. Das finde ich persönlich ganz cool. Und da sind wir jetzt am Arbeiten bezüglich der Schrift und dem ganzen Projekt und dem Layout rundherum, auch wo das, der Videodreh stattfindet. Ursprungsidee wäre gewesen, an der Küste Algarve in Portugal zu drehen, weil die Produkte aus Portugal kommen, weil ich einfach diesen erdigen Touch bzw. dieses Naturelle aus der Natur heraus mit drinnen haben möchte. Vielleicht gehen wir auch aber auf irgendeinen niceen Bergsee in Österreich, finde ich auch sehr, sehr cool. Da habe ich mir schon ein paar Bergseen angesehen, das muss ich jetzt alles noch organisieren. Genauso muss ich organisieren fürs Wochenende, weil da bin ich in München, treffe mich mit meinem Grafiker, mit dem ich gerade am Apparat war, und mit meinem Distributionspartner, und wir sperren uns das ganze Wochenende ein und gehen alle meine Ideen, alle meine Vorstellungen zu MEM Erotica durch, versuchen das in passende Designs zu bringen, damit wir das schon frühestmöglich haben. Vor allem auch, welche Produkte kommen raus, möchte ich aber euch aber noch nichts verraten, das soll noch geheim bleiben. Jetzt kommt am Freitag mal das Shirt, dann kommt MEM Tabula Rasa und dann kommt MEM Erotica. Aber es geht dahin, Mann. Ich bin mega motiviert, ich habe so einfach, auch wenn ich die Produkte da habe. Es ist einfach so eine geile Haptik und so ein nices Gefühl. Ich muss die Samples heute zurückschicken, damit es mein Distributionspartner auch mal gesehen hat, aber ich will es nicht hergeben. Ich will es einfach bei mir behalten und jeden Tag tragen. So vom Feeling her. Mega nice. Aber ja, Booster des Internet. Intus, jetzt soll ich echt mal Sport machen. Kleine funny Story gestern. Ich bin gestern einfach 10 Minuten vor meiner Haustür gestanden und habe gedacht, ich komme nicht mehr rein. Ja, das ist kein Spaß, Mann. Bis ich checkt habe, dass ich meinen Hausschlüssel in der hinteren Hosentasche habe. Und dann telefoniere ich so, oh, was mache ich jetzt, Da habe ich gedacht, ich muss Schlüsseldienst anrufen. Und dann habe ich irgendeinen Checkschlüssel eingesteckt. Unsere urgute Bankomatkarte hat sehr gut überlebt alles. Nice, oder? Die geht aber eh noch. Bin gerade auf was draufgekommen. Kanye West hat schon wieder irgendeinen Beat geflattert. So. Kennst du das? Good morning. Kennst du das Lied? It's sad. So sad. It's a sad, sad situation. Kennst du? Und das geht auch. Dann geht's. Das ist gefladert. Good morning. Und das andere ist sad, sad situation. Das ist gefladert. Was war zuerst? Ja, it's sad und nicht good morning. Kanye, ich hab dich erwischt. Ich weiß, ich geh jetzt eh laufen. So, lang genug schon wieder herumgechillt vor dem Training. Ich hab nicht chillt, ich hab gearbeitet. Vor dem Training bis nach dem Training. Wahnsinn, geht schon viel besser. Jetzt, glaube ich, ein 6er Schnitt gelaufen. Das ist um eine Minute schneller, als ich beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal war. Also top. Geht schon wieder voll dahin. Das ist Memory Effect beim Muskel einfach. Wenn du schon mal was abgerufen hast, gehst zwei, dreimal laufen, dann bist du wieder da. Also beim nächsten Mal bin ich mal wieder nuschen. Oder? Ich kann einfach nicht reden, der Block, der wird nicht. So lange dauert es jetzt nicht mehr, dann ist der Zauberlehrling aus wie Hogwarts. So lange dauert es nicht mehr, dann ist der Zauberlehrling aus Hogwarts auch endlich da. Dreht ein Format mit mir, von dem er noch keine Ahnung hat, was überhaupt. Ja, er muss anhand von der Tasten, beziehungsweise wir müssen anhand von der Tasten ohne Augenlicht erkennen, welche Pieces der Markus uns da reicht. Dadurch, dass das mein Kleiderschrank ist, hat er natürlich einen großen Vorsprung. Ich bin schon gespannt. Gucci Potter seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Jetzt kommt er einfach zu mir nach Hause und wir drehen ein Video. Mal schauen, was das wird, Freunde. Mal schauen. Und es hat jetzt schon an der Tür geläutet. Gucci Potter ist schon unterwegs nach oben. Bin schon gespannt. Einfach Gucci Potter in meiner Wohnung. Servus, oh, im Partnerlook. Servus, grüß dich, wie geht's? Was geht? Ja, alles gut? Jetzt sind wir im Partnerlook, oder was? Ja, richtig. Mit den Yeezy und Lederhose am Start. Wild. Weißt du, ich hab gedacht, so, wenn ich schon bei dir bin. Ja. Ja, dann kann ich gleich wieder was anderes anziehen, sonst sitzen wir da wie so Zwillinge. Du bist jetzt schon länger in Wien, gell? Richtig, seit, glaube ich, einem Monat. Was machst du in Wien? Freundin und so ein bisschen Wiener Kundschaft. Hast du eine neue Freundin, oder was? Echt? Oha, Gucci Potter, ärgster Aufreißer mit den Girls. Eine Wienerin. Leon. Das ist der Markus, mein Assistent. Schönes Zimmer, Mann. Danke, danke, danke. Da, kenne ich ja schon. Genau, da wird auch gedreht. Du weißt noch nicht, was wir drehen, das sage ich dir dann aber im Video. Das ist jetzt nur für den Vlog, ja, so wie ihm. Und nachher drehen wir das Format. Freut, wie geht's dir sonst so? Mir geht's super. Ja. Bisschen warm unter dem T-Shirt, aber es, ja, muss kann man vorstellen. Okay, nice. Ja, sehr, sehr geil. Cool, cool, cool. Ja, wir werden dann nicht direkt anfangen. Ja. Wir haben soweit alles vorbereitet, gell? Okay, ein Monat bist du jetzt schon in Wien. Ja. Wie lange bleibst du noch? Weiß nicht, ich glaube noch so zwei Wochen. Und dann? Und dann wieder nach Hamburg, ne? Okay, und die Freundin bleibt dann da? Oder kommt die nach Hamburg? Kommt auch mal nach Hamburg. Okay, ja. Wie alt ist die? Sie ist 18. 18? Also alles noch legal. Leider, Gucci Potter reißt sich die Wienerinnen auf, ich pack's nicht. Okay, hast du sie verzaubert mit irgendeinem Zaubertrank? Ja, den Patronus, ein bisschen, dass sie alles hell wird. Und ja, und so. Irgendeinen den Lumos-Zauber, der darf auch nicht fehlen. Ja, klar. Und da gibt's ja auch irgendeinen Zaubertrank bei Professor Snape, dass man sich verliebt. Ja, richtig, jetzt ein Liebestrank, ja. Ja, da hast du eine Locke von der reingeworfen und dann richtig. Die Wienerinnen am Start gehabt. Ja. Sehr nice. Okay, ja cool, dann würde ich sagen, genug Bullshit, wir fangen ein Video an. Oder Petra Teufel. Ja. Und dementsprechend... Petra Teufel, ist das die Schwester von Beate Use? Weiß ich nicht. Aber dann bin ich halt ziemlich gehandicapt, wenn es darum geht, irgendwie neue Marken kennenzulernen. Ja, was ich jetzt gerade mega cool finde, die hatten ja auch eine Kooperation. Ich glaube, das ist auch eine asiatische Marke. AstraZeneca hat mir jetzt alles. Ach so, ja.
Kennt man natürlich. Die finde ich ganz, ganz lieb. Aber das ist eins meiner Lieblingsformate, wenn es um deinen Kanal geht. Sehr nice. Okay, sind wir fertig heute mit dem Video. Ich drehe jetzt dann gleich das nächste. Aber ich glaube, du hast auch allgemein wirklich viel Stress, auch wegen momentan war ja auch dein Zeitplan ziemlich voll geworden. Ja, voll. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass du Zeit gefunden hast. Ja, safe. Okay, ja, wir werden jetzt direkt uns an den Schnitt begeben. Das heißt, ich muss dich jetzt tatsächlich schon rausbringen. Aber danke auf jeden Fall für die Zeit. Es ist ein mega funny Video. Deutlich. Kommt am Sonntag, gell? Ja, Sonntag kommt dann. Werde ich schauen. Ja, wird sehr lustig. Ich bin gespannt. Was? Du musst ja erst ein Spielzeug. Ja, ich weiß halt nicht. Ich wollte halt, dass wir das Video fertig machen und fertig. Weil wir haben ja jetzt auch keine Zeit. Was sollen wir machen? Da chillen mit Gucci Potter. Oder? Video im Kasten, fertig. Video gedreht, zack, erledigt. Es war schon halt extrem easy. Aber warum war es so leicht? Was hast du gemeint? Gibst du mir was? Was? Ja, was Schwieriges. Schauen wir mal, was wir finden. Ja, aber wie war es schwieriger? Schauen wir. Was nehmen wir? Ja, gib mir mal was, was glaubst du, das schaffe ich niemals. Das Schwierigste war für mich das Rook-Shirt. Fertig, oder was? Augen zu. Das ist Gallery Department. Fuck. Doch, nicht so schön. Geht's oder was? Geht. Ah, das ist Welcome. Erst. Was soll der Spaß? Komm, ich hab mal verschwiegen. Ja, ich glaube, du hast jetzt in der Nacht heimlich alles gefühlt. Ich glaube schon. Ich hab mir Zeit lassen, Alter, wo du mir die Sachen nehmen lässt im Video. Zeit lassen, 30 Sekunden. Nur, ich hab's. Ah, das ist Dings, Thomas. Ja. Was Schwieriges. Ja, hörst du ja nicht. Das könnte vielleicht schwierig sein. Das ist was Günstigeres auf jeden Fall. Ich würde sagen, Haft. Erst. Oh. Ja, das hat aber schon mal länger dauert. Ja, naja, gar nicht schlecht dabei, gell? Du kennst einfach alles. Ich kenne scheinbar wirklich alles. Kenn ich mich aus, ha? Kennst du wirklich aus? Das wäre aber echt witzig, so ein Video zu drehen für den Hauptkanal. Alles, was ich nicht errate, kriegt der Markus geschenkt. Mein Assistent bekommt alles geschenkt, was ich blind nicht errate. Das wäre ein witziges Video für den Hauptkanal. Einfach einziger Benzer, den ich fahren würde. Ohne Spaß. Wie nice ist die Kutsche. Ja, gell, das Autothema. Jetzt kommt dann vielleicht auch bald eine Probefahrt mit dem M4. Aber ihr wisst Bescheid, aktuell die Lage, ja, neues Auto, kein neues Auto. Lieber kein neues Auto, ich bin so zufrieden. Aber mal schauen, Freunde. Jetzt haben wir mal einen Uber bestellt, habe ich heute auch schon definiert. Aber das ist alles Thema für den nächsten Vlog. Freunde, wenn euch der Vlog gut gefallen hat, gemeinsam mit Gucci Potter, lasst auf jeden Fall ein Like da. Seid gespannt, das Video kommt am Sonntag, ja, gemeinsam mit Gucci Potter am Hauptkanal. Ansonsten, Freunde, werdet Teil der Billionaire-Army, werde Teil des Billionaires Club und wir sehen uns dann am Samstag wieder. In diesem Sinne, das war's von mir. Der Re. Kani, ich hab dich erwischt!